Sommerliche Temperaturen und Sonne, also nichts wie aufs Rad. Und das am besten gut gerüstet. Mit Leuchthelm und Schnickschnack wie gefederten Holzgriffen. Die absolute Neuheit? Fahrräder mit Funkschaltung. Ich habe also hier vorne einen Impulsgeber, rechts, links. Und Schaltwerk und Umwerfer empfangen das per Funk. Kein Kabel, kann nicht reißen, muss man nicht verlegen. Ist also extrem wartungsarm, sehr einfach in der Installation und schaltet total schnell und präzise. Ich persönlich würde sagen, zumindest im Sportbereich wird es mittelfristig das führende System sein. Allerdings ist es nicht billig. Die Funkteile gibt's ab 1.000 Euro. Außerdem im Trend Riemenantrieb statt Kette. Der Alltagsradler hat seine und Reiseradler hat seine Freude am Zahnriemen. Der hält viel länger als eine Kette, läuft leise und ist dreckresistenter. Ab 150 Euro gibt's die Grundbauteile. Beim Mountainbike der neueste Schrei, eine funkgesteuerte versenkbare Sattelstütze. Wenn der Sattel tief ist, kann ich mit dem Rad richtig im Gelände arbeiten. Um gut zu trampeln, muss er natürlich ergonomisch optimal sein. Bisher war das hydraulisch mit einer ganz komplizierten Leitung, jetzt ist auch per Funk und ich kann es wirklich millimetergenau im Bruchteil einer Sekunde einstellen und kann es so genau aufs Gelände anpassen und damit letztendlich habe ich mehr Sicherheit, mehr Kontrolle und mehr Fahrspaß. Aber das alles für stolze 800 Euro. Bei Regenwetter kommen jetzt Drainlegs ins Spiel. Die Oberschenkel bleiben vor Nässe geschützt, kommt die Sonne raus, einfach zum Gürtel hochgerollt und in die Radtasche gepackt. Lästiges Umziehen nicht nötig. Für Kopf- und Nackenschutz alternativ zum Helm ein Fahrrad-Airbag. Beim Sturz poppt er zur Haube auf. Kostenpunkt knapp 300 Euro. Zum Schutz vor Diebstahl das schlüssellose Bügelschloss. Verbunden per Bluetooth über eine App auf dem Smartphone. Ist für 200 Euro zu haben. Gehe ich vom Fahrrad weg, schließt sich das Schloss ab. Komme ich wieder hin, schließt es sich auf, dabei noch ein bisschen GPS-Tracking, also das ist Sicherheit nächstes Level. Und nicht vergessen, das Betriebssystem immer aktualisieren und den Akku laden.